Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einem neuen Video von mir, dem Smaragd 123. Und willkommen zum dritten Modellbau-Tutorial. Heute geht es darum, was man als Anfänger, Einsteiger, alles so braucht. Ich habe mir wieder ein paar Sachen rausgesucht, die man jetzt braucht. Also, wir fangen direkt an. Man braucht Pinsel, einen dicken Pinsel, einen dünnen Pinsel, einen ganz dünnen Pinsel, Farben, schwarz und irgendwie dunkelgrün gehen immer, einen Cutter, einen Kleber und Sticker zum Aufkleben des Panzers. Dann geht es darum, wenn ihr so etwas habt, ist es ganz wichtig, dass ihr bedenkt, was man damit dann jetzt macht. Also, diese Teile werden hiermit ergratet. Dann malt ihr sie entweder schon während sie dort drin sind, malt ihr sie an oder später. Ich habe jetzt schon ziemlich viel. Ich habe jetzt zum Beispiel neben diesen Anfängersachen teilweise schon hier eine Bohrmaschine hier stehen und auch ganz viele andere Sachen. Später eignet sich es auch, so einen Primer zu holen. Wenn die Farbe ganz dünn ist, wie jetzt das Schwarz, kann man das natürlich als erstes nehmen. Das ist dann deutlich besser. Das sieht dann auch deutlich besser aus. Ganz wichtig vor dem Anmalen, Farben schütteln. Das sage ich aber auch noch in einem anderen Tutorial. So, ihr habt die Sachen, die ihr gekauft. Dann braucht ihr jetzt nur noch irgendeine Firma. Also, es gibt viele Firmen. Anfänger, ich zeige euch jetzt, welche ihr braucht, welche nicht so gut sind. Hat jeder seinen eigenen Geschmack. Firmen, die ich nehme und nicht so gut sind. Das fangen wir direkt mit der schlechtesten an, sage ich jetzt mal. Das ist das Halbkettenfahrzeug von Roden. Haben das einigermaßen damals zusammengebaut. Einigermaßen. Das würde ich nicht für Anfänger empfehlen. So etwas, die Firma SC heißt die, glaube ich. Auch nicht. Trumpeter geht. So mittelmäßig. Ammofast geht immer. Eine sehr Firma, die wo auch jedes Produkt sehr einfach zusammenzubauen ist. MH nennt sich die nächste Firma. Bisschen schwierig, so ähnlich wie Trumpeter. Dann Plastic Soldiers ist immer eine gute Firma. Sehen ungefähr so aus. So. Ja. So. Dann Ravel. Würde ich auch nur für die Fortgeschrittenen empfehlen. Wie man sieht, Riesenfahrzeug. Mega lang aufzubauen. Nur für Fortgeschrittene. Von Italeri gibt es dann auch noch zwei verschiedene. Es gibt einmal die Fast Assembly Kits. Die sind sehr gut. Müsst ihr eingeben. Fast Assembly Kits. Einmal die normalen. Warum ich das sage? Ketten. Ketten sind immer eine Sache für sich. Es gibt die Ketten, die schon dran gebaut sind. Wie zum Beispiel bei MH. Die waren hier schon bei diesem Panzer dran gebaut. Bei Plastic Soldiers muss man zwei Teile zusammensetzen. Beim Leopard. Dann gibt es noch die Gummiketten, die typischen. Die sind ganz okay. Und dann gibt es noch die schrecklichen. Davon habe ich einen Panzer gebaut von Italeri. Jetzt kommt dann so etwas Ekelhaftes raus. Also die sind dann ganz schwierig aufzubauen. Nächstes Thema. Ihr habt so etwas. Ihr habt euch eine Firma entschieden. Italeri Fast Assembly Kit. Was kauft ihr davon? Also, ich habe hier was aufgebaut. Also ich baue hier schnell was auf. Zack, zack. Geht ja schnell. Also, von Italeri bekommt ihr einen Panzer 2, meiner Meinung nach für 20 Euro. Wenn ihr so eine Armee aufstellen wollt, bekommt ihr einen Panzer 2 für 20 Euro. Panzer 2, alles schön und gut, aber schlecht. Und lohnt sich nicht, für den Anfang einzusetzen. Dann gibt es für das gleiche Geld in zweier Packungen die beiden besten
Beste Panzer des Zweiten Weltkrieges, der Panther. Von der gleichen Firma, gleiches Geld. Es lohnt sich natürlich eher, damit eine Armee aufzubauen. So. Oder hier auch hier. Wenn man jetzt ein bisschen Geld hat, kauft man sich jetzt nicht so einen Truck, wie ich jetzt hier gemacht habe, sondern man kauft sich so einen riesen fetten Oschi. Ein E50-Panzer, das ist ein sehr guter Panzer. Das ist viel besser als so ein Panzer wie hier. So. Als nächstes kommen wir zum Thema, also... Oh, ich muss überlegen. Wenn ihr jetzt ein Fahrzeug habt, ist das Problem halt, wie viel Geld kann ich da ausgeben? Also, wenn ihr eine Firma habt, man muss auch schon aufpassen. Man sollte jetzt nicht 1000 Pakete kaufen, dann 100 Euro weg. Man sollte sich da schon Zeit nehmen dafür und das sehr koordiniert machen, wie ein E50. Der war jetzt in einer davon, war jetzt in dieser Packung drin. Und hiervon, von diesem Truck, waren genau 3 drin. Ein Problem ist, wenn man da ganz viele von diesen schweren Panzer hat und dann seinen Gegner vor sich hat und der hat dann ganz viel Infanterie. Da haben diese schweren Panzer keine Chance. Was macht man? Man muss auch an die Infanterieunterstützung denken. Wie zum Beispiel diesen LKW. Man muss einige davon haben, einfach. Meine deutsche Armee, werdet ihr noch herausfinden, hat zwar viele schwere, aber auch fast 11 Halbkettenfahrzeuge. Das reicht schon ziemlich gut. Also das erkläre ich aber in der Armeevorstellung. So, das war's eigentlich von diesem Video zum Thema hiervon. Ja, also ich kann euch mal zeigen, was ich so in einem anderen Video habe. Wie man im Modellbau-Tutorial zeige ich euch auch noch ganz viel. Bis zum nächsten Video. Ach übrigens, vergessen, die nächsten paar Tage wird erstmal kein Video kommen, weil da bin ich nämlich weg. Wieder im Urlaub, weil wir haben Herbstferien. Und deswegen fahren wir da wieder weg. Ich kann am Sonntag vielleicht unter Umständen ein Unboxing machen. Aber dann nur die Teile. Und dann in diesem Video werden wir dann ein Unboxing machen und die Teile nur entgraten. Und nicht zusammen, vielleicht noch zusammenkleben. Also das wird eine Videoidee für ein anderes Video. So, das war's für jetzt. Ich würde sagen, ciao, ciao. Von mir. Tschüss.